So sieht mein Clash Royale gerade aus. Was ist denn, hä? Ich hab wirklich... Ich schwöre auf alles, ich habe nichts gemacht. Keine Ahnung, was das für ein Bug ist. Jo, moin, moin, Clash Royale-Video gibt es ein unfassbar besonderes Video. Ich kann es gerade nicht fassen, was bei mir in Clash Royale abgeht. Ich habe gerade ganz normal die App gestapelt, zusammen restartet, weil mein Ton nicht funktioniert hat. Und das ist hier gerade passiert. Das ist gerade mein Hintergrund. Ich habe keine Ahnung, was genau passiert ist, woran es liegt, dass es so aussieht. Ich habe es wirklich nicht gecheckt. Ich wollte eigentlich gar kein Video aufnehmen. Ich wollte eigentlich ein Video für meinen Englischkanal aufnehmen und einfach eine Deckvorstellung machen. Aber so sieht mein Clash Royale gerade aus. Keine Ahnung, was ist für ein Bug. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal hattet. Gerne den Kanal kurz abonnieren, wenn ihr keine weiteren Clash-Videos verpassen wollt. Und natürlich auch sehr, sehr gerne an Creator Code Morten im Shop denken. Würde mich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, wir springen sofort. Ich denke, wir probieren mal ein paar Games aus und gucken, wie dieser Bug sich wirklich aufs Game auswirkt. So, Leute, sind im ersten Game und hä? Was ist denn, hä? Ich habe wirklich, ich schwöre auf alles, ich habe nichts gemacht. Keine Ahnung, was das für ein Bug ist. Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe. Ich weiß es wirklich nicht. Ich check's nicht. Ich check's gerade Real Talk nicht. Und man sieht auch die HP-Anzeigen nicht. Man sieht irgendwie gar nichts. Also ich werde gleich mal nach dem Game mal kurz Clash Royale neu starten. Keine Ahnung, was hier passiert. Ich sehe die HP-Anzeige nicht. Ich sehe nichts. Das Ding ist, ihr denkt jetzt, es ist ein Troll oder so. Dass ich auf einen Troll-Account spiele. Aber kann ich meine Build-Typie benutzen? Ich sehe halt auch nicht, ob ich die Build benutzen kann. Ich sehe nicht, wie viel HP meine Queen hat. Interessant. Okay, wir haben 4 Elixier, 5 Elixier. Wir sehen die Elixier brauchen nicht. Wir werden gleich mal Clash Royale neu starten. Ich weiß nicht, ob es irgendwie ein random komischer Bug ist, der vorher noch nie passiert ist und ich einer der ersten bin. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Frage. So, bring jetzt mal Erdbeben rein. Okay, bring jetzt mal Erdbeben rein. Okay, wir haben jetzt ein Elixier. Die Hoggies sind instant dead. Ich weiß natürlich nicht, wie viele Leben die Hoggies immer haben. Dann bringe ich jetzt, denke ich, einfach mal die Königliche Luftpost rein. Okay, Königliche Luftpost kommt rein. Queen sollte ich relativ schnell sterben. Jetzt noch ein Log rein. Log ist gut und das Hoggy stirbt auch. 3160 hat sein Turm. Also, das Ding ist, ihr werdet wahrscheinlich denken, das ist fake und dass ich irgendein Programm installiert habe, aber habe ich nicht. Das ist einfach irgendein Game-Bug, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. WTF. Ich kann es gerade nicht fassen. Also, ich habe einfach nur Clash Royale neu gestartet, weil der Sound bei mir nicht funktioniert hat, bei meiner Elgato fürs Video-Recording. Also kam was abgeht, kommt wahrscheinlich jetzt in der Delivery rein, genau. Jetzt gibt es eine Bogenschützenkönig mal so. Sehr gut, okay. Okay, alles gut, hier kann ich easy Skellies bringen. Lock. Hier ist die Archer Queen, okay, ich habe kein Elixier für Archer Queen. Ich bringe jetzt hier, glaube ich, selbst mal hier Dings rein. Erdbeben. Delivery. Hat er wieder Lorg? Okay, Dings. Puh, ich meine, es ist ein bisschen unfair, dass ich sein HP nicht sehe. Skillies, Log, Fire Spirit. Okay. So, jetzt hier meine Bogenschützkönigin an die Bridge. EQ rein. Okay, sehr gut. Hab Log nochmal ready. Brauche ich aber tatsächlich nicht, okay. Log Delivery. Queen rein. Okay, alles gut. Worldhawks. Kanone. Log. EQ, ich brauche EQ. Ich brauche EQ. No. Ey,
Was war das für ein Game? Ich check's nicht. Ich check's wirklich nicht. Also das Game ist komplett verbuggt. Zum Beispiel, das ist jetzt eigentlich alles relativ normal. Und wenn wir jetzt auch zurück ins Game gehen, ist es immer verbuggt. Ich würde sagen, wir restarten mal Clash Royale und gucken, was dann passiert. So, jetzt haben wir Clash Royale gerestartet und jetzt haben wir ganz normal irgendwie geht alles wieder, beziehungsweise alles ist wieder normal. Ich komme wirklich nicht drauf klar, was das für ein random Clash Royale Bug war. Ich würde sagen, mach noch ein weiteres Game, einfach nochmal just for fun. Ich denke, wir spielen einfach mal das Deck. Keine Ahnung, ich habe schon viele crazy Grafik-Glitches gesehen. Das habe ich persönlich noch nie gesehen. Ich würde sagen, wir springen sofort ins Game und spielen eine Runde mit Lava und let's go. So, Leute, hier Game gegen King. Ich würde sagen, wir spielen einfach mal einen Graf rein. Also, keine Ahnung, ich werde es auf jeden Fall gleich auf Twitter noch posten. Das werdet ihr dann davor sehen wahrscheinlich. Ich würde sagen, bring mal einen Lava und rein. Okay, Doki. Flying Machine. Wir können gleich mal gucken, ob der Bug, ob man den jetzt immer noch so sieht, wie ich ihn vorhin gesehen habe. Weil das ist echt crazy, finde ich. Das war echt crazy. Ob der Bug immer noch so ist, auch wenn ich... Ach du heilige Scheiße. Auch wenn halt das Game jetzt gar nicht mehr verbuggt ist. Okay, ich werde hier mal die Hexe hoffentlich killen. Pfeile mal defensiv hier. Ich denke, ich bekomme seinen Turm noch nicht. Okay, ich bekomme seinen Turm nicht ganz. Das ist ein bisschen Pain. Das Gute ist unser Lava noch. Das ist unser Skate, der noch überlebt. Da kann ich nochmal zünden gleich. Ich würde sagen, wir zünden ihn sogar. Weil jetzt haben wir noch ein paar Skellies, die einfach auch noch für die Flying Machine tanken. Ich denke, das ist relativ okay. Okay, bring hier mal die Skellidies rein. Okay, gucken, was er jetzt macht. Geht er hier irgendwie was? Tankt er oder so? Okay, wenn er es nichts macht, dann lassen wir die Hexe durch, denke ich. Weil es ist am sinnvollsten, weil die Skellies werden sowieso das Ding käse. Ich bin gleich wirklich gespannt, ob das wirklich in-game immer noch so angezeigt wird. Okay, Lava und Grabstein rein. Arrows. Ich glaube, das ist ganz gut für uns. Skelly, die ist high. Okay, interessant von ihm gespielt. Bin ich ehrlich, habe ich jetzt nicht so gecheckt. Gucken, was er jetzt macht. Miner. Pfeile. Skelly King rein, Miner holt den Turm, was schon mal wichtig ist. Ja, okay, let's go, müssen auch keine Pfeile mehr wasten. Skelly Dranks rein. Lava-Hund. Mega-Minion. Pfeile. Flying Machine rein. Skellidies. Grabstein. Alter, das war's nicht. Das war's nicht. Aber jetzt kommen wir natürlich zum großen Finale und schauen, ob das Game jetzt an sich auch verbuggt ist. Das Ding ist, ich werde so viele Leute sagen, dass ich irgendwie irgendwas mit Absicht eingestellt habe oder so. Aber klar, ich habe jetzt auch leider keine Aufnahme, wo ich es euch beweisen kann, dass ich hier nichts verstellt habe. Aber ihr könnt jetzt hier auch sehen, zum Beispiel jetzt in-game. Sieht alles normal aus, aber es... Also, ich check's wirklich nicht, was ich irgendwie oder was ich da verbuggt hat, was ich da für einen Bug gesehen habe. Aber auf jeden Fall gerne Kommentar schreiben, sowas ihr gestern schon mal hatte. Gerne Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr keine weiteren Clash Royale verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, ich bin raus. Danke fürs Anschauen und ciao.